Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Die zweite Bundesliga startet und zunächst schauen wir erstmal auf die Partien. Der VfB Stuttgart am Freitagabend gegen Hannover 96, Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg, Holstein Kiel gegen den SV Sandhausen, der VfL Osnabrück gegen den 1. FC Heidenheim, am Sonntag dann noch der HSV gegen Darmstadt, Regensburg gegen Bochum, Greuther Fürth gegen den FC Erzgebirge Aue, Wien Wiesbaden gegen Karlsruhe. Und zum Abschluss am Montagabend Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt zum ersten Spieltag erkläre ich einmal noch den Ablauf dieser Saison. Es wird so sein, dass ich nicht immer alle Spiele der zweiten und dritten Liga, was ich ja in der letzten Saison gemacht habe, vollständig prognostizieren kann. Es wird so sein, dass ihr in den Kommentaren immer abstimmen könnt, 3 aus 9 sozusagen, also die 3 Top-Partien mit den meisten und besten Bewertungen. Wenn es dann mal eine 4. geile Partie gibt, werde ich auch mal 4 machen und so wird es sich auch in der dritten Liga zutragen. Da könnt ihr dann eben einfach abstimmen, welches ich sozusagen in der normalen Prognose machen soll, damit ich da auch eine Rückmeldung habe. Da gebt ihr dann einfach Daumen hoch oder Daumen runter auf den jeweiligen Kommentar, der oben von mir auch angepinnt ist. Die anderen Spiele werde ich dann eventuell in einem Livestream spielen. Das geht einfach deutlich schneller von der Hand. Wenn ich das rechtzeitig schaffen kann, wenn ich den beispielsweise am Donnerstag mache, würde ich am Freitag vielleicht noch die Highlights, die Tore aus den Spielen, die nicht in der normalen Prognose sind, zusammenschneiden, dann so hochladen. Könnt ihr auch gerne in der Infokarte mal sagen, wie ihr das finden würdet. In der Bundesliga, in der ersten, wird es dann normal sein mit den normalen Zusammenfassungen und so weiter. Dementsprechend will ich jetzt mal irgendwann auch mit dem Gelaber aufhören. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich das leider nicht alles machen kann. Ich habe hier auch vermutlich eben schon eine kleine Statistik eingebaut, dass ich für die zweite und dritte Liga insgesamt 20 Tage meines letzten Jahres quasi verbracht habe. Nicht, dass es mir keinen Spaß macht, aber es ist zeitlich einfach kaum zu stemmen. Das war es jetzt aber wirklich. Jetzt geht's los mit Stuttgart gegen Hannover. Der VfB Stuttgart empfing zum Auftakt der Zweitligasaison Mitabsteiger Hannover 96. Die Schwaben wollten hier von Beginn an klar machen, es geht nur in eine Richtung, auf das Tor von Ex-Stuttgarter Ron Robert Zieler. Und das machten sie, wie gesagt, von Beginn an klar. Askar Sibar, die Davi zu Stenzel, dem neuen rechten Verteidiger. Und er testet nach gerade mal 9,5 Minuten Ron Robert Zieler auf eine Art und Weise, wie er es am besten nicht zu häufig haben wollte an diesem Freitagabend. Hier passt er erstmal gut auf, im kurzen Eck muss er aber auch parat stehen. Von den 96ern aber zu wenig zu sehen im ersten Abschnitt des ersten Durchgangs. Distanzschuss von Daniel Didavi, 21. Spielminute und wieder muss Zieler hier einschreiten. Das war kein wirklich guter Auftritt der Niedersachsen, die nach einer halben Stunde dann knapp endlich mal zu einer Chance kam über diese Standardsituation. Haraguchi bringt den rein. Fürs Erste kann es geklärt werden, doch Hannover bleibt dran. Genki Haraguchi in die Mitte mittlerweile reingezogen. Kam dann selber zum Abschluss, aber kein Problem für Kobel, den zu halten. 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Noch einmal die Stuttgarter. Daniel Didavi und Al-Ghadioui im Zusammenspiel. Castro, Didavi, Hannover ohne Zugriff. Das geht zu einfach. Und dann Mario Gomez, der in der Vorbereitung durchaus erfolgreich und treffsicher war. Trifft hier nur das Außennetz, war aber ein durchaus ansehnlicher Schuss. Nach 45 Minuten ging es dann mit 0:0 in die Pause. In der letzten Saison in der ersten Bundesliga hat der VfB Stuttgart Hannover mit 5:1 hier zu Hause abgefertigt. Es hätte auch durchaus schon für den VfB hier stehen können, aber sie machten ihre Chancen noch nicht rein. Dann Philipp Clement, dem wird es dann zu bunt in der 52. Spielminute. Neuzugang vom SC Paderborn. Der beste Linksfuß vielleicht in der zweiten Liga. Hier ist es wieder Zieler, der zwischen dem Tor steht für die Gastgeber. Dann Anton, der den Ball hier etwas überhastet, zum Einwurf klärt. Der VfB Stuttgart diskutiert kurz und dann kann es weitergehen. Clement auf die Davi Al-Ghadioui mit der Direktabnahme. Doch wieder Zieler auf der Hut. Man fühlte sich ein wenig wie eine
Gesprungene Schallplatte. Man erzählte die ganze Zeit dasselbe, denn der VfB Stuttgart hatte die Chancen, machte das Tor aber nicht. Nun endlich mal Hannover 96 im zweiten Durchgang, aber dann kommt von Marvin Ducksch nur eine bessere Rückgabe. Viertelstunde vor dem Ende. Der VfB Stuttgart läuft in diese Kontersituation. Das ist tödlich. Haraguchi schickt mit einem guten Ball Albornoz. Der hat eine gute Flanke drauf. Marvin Ducksch nimmt den Ball an und verwertet ihn. Und plötzlich führten die Gäste. Der VfB wollte es erzwingen. Brachte viel nach vorne und das mussten sie jetzt zu spüren bekommen. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Das 1:1 wäre mindestens verdient gewesen, doch es gab kein Durchkommen. Franke drischt den Ball raus und dann war's das. Unglaublich bitter, wie der VfB Stuttgart hier verliert, denn auch absolut unverdient. Aber im Endeffekt hat Hannover 96 den Treffer gemacht und das ging den Stuttgartern ab. Dynamo Dresden empfing am Samstag Nachmittag oder Mittag um 13 Uhr den ersten FC Nürnberg im Rudolf-Habich-Stadion. Eine Gemeinsamkeit haben diese beiden Teams. Sie haben beide gegen Paris Saint-Germain getestet. Nürnberg holte ein 1:1, Dynamo Dresden ging mit 1:6 unter, aber das ist nicht unbedingt der Maßstab. Hier wollte der erste FC Nürnberg aber dennoch seiner Favoritenrolle gerecht werden. Nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga sind sie ja durchaus zumindest ein kleiner Favorit auf den Wiederaufstieg, auch wenn das nicht das angepeilte Ziel Nummer 1 ist. Hanno Behrens hat die Übersicht, Palacios und Mühl nach diesem Eckstoß vorne geblieben. Aber der Kopfball wurde dann nicht wirklich gefährlich, da wurde er gut gestört, der Innenverteidiger, der Klubberer. Aber der SFC Nürnberg konnte wirklich gefallen. Und Dresden noch etwas nervös hier vor ausverkauftem Haus, wie immer eigentlich fast im Rudolf-Habich-Stadion. Dann eine überragende Flanke und Palacios Martinez mit einer schönen Direktabnahme. Aber kann Kevin Broll, Neuzugang vom Sonnenhof Groß Asbach, nicht überwinden. Und es war eine einseitige Partie. Ondrej Petrak nochmal, kurz vorm Seitenwechsel. Petrak kommt aber nicht durch. Hermelein schmeißt sich rein, Ballas klärt das Ganze dann, die Flanke von Kerk dann zu unpräzise. Es hätte also schon lange hier die Führung für den ersten FC Nürnberg stehen können, aber Dynamo Dresden verteidigte dann in letzter Instanz noch gewissenhaft genug, aber nach vorne kam deutlich zu wenig von den Hausherren. 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt, das sollte sich jetzt etwas bessern. Löwe mit der Flanke. Kreuzer legt nochmal in die Mitte zu Baris Artig, der bleibt auf den Beinen, Mühl und dann nochmal Lukas Röser. Der Treffer von Röser hätte dann in letzter Instanz auch nicht gezählt, denn die Abseitsfahne ging hoch. Ganz knappe Situation, aber wohl die korrekte Entscheidung. Mittlerweile ja der Videobeweis auch in der zweiten Bundesliga eingeführt, das heißt, das hätte dann nochmal auf dem Prüfstand gestanden. Ball war aber sowieso nicht drin, daher keine Diskussion. Doch Dresden jetzt wirklich besser und dann auch der nächste Abschluss. Christian Martenia muss sich in der 72. Minute durchaus strecken, aber zu 100% war er hier eigentlich seltenst gefordert. Doch wie die Dresdner im zweiten Durchgang spielen konnten, das war wirklich sehr gefällig. Lukas Röser nochmal 10 Minuten vor dem Ende mit dem linken Fuß. Schöne Abnahme und der geht wirklich ziemlich knapp rechts vorbei. Sehen wir gleich in der zweiten Wiederholung nochmal. Martenia fliegt. Ob er daran gekommen wäre, fragwürdig. Letzte Aktion in der Schlussphase. Keine 5 Minuten mehr zu spielen. Nochmal Kreuzer mit einem richtig guten Antritt über die rechte Seite. Da holt er nochmal alles raus. Martenia kann es nicht gut klären. Und der Nachschuss von Baris Artig, glücklicherweise aus Nürnberger Sicht, noch abgewehrt. Wobei er vermutlich nicht auf den Kasten gekommen wäre. Und so trennen sich dann Dresden und Nürnberg am ersten Spieltag torlos 0:0.
Holstein Kiel gegen den SV Sandhausen am Samstag um 15.30 Uhr und die Kieler Störche mussten die schwere Verletzung von dem irgendwie verkraften. Der hatte sich im Testspiel gegen Sheffield Wednesday schwer verletzt. Hier starteten sie richtig stark rein. Vierte Spielminute und Rick Wulle im Tor der Sandhäuser muss in der Frühphase gleich mal eingreifen. Hat Glück, dass er da auch den Ball direkt auf den Körper bekommt. Ansonsten hätte es hier schon 1-0 gestanden. Aber Kiel bleibt direkt dran. Der anschließende Eckstoß kann nicht richtig geklärt werden. Emanuel Joa und Finn Porath im guten Passspiel. Die Flanke von Joa auf den zweiten Pfosten. Maßgenau reingebracht und Alexander Mühling macht in der siebten Minute das 1-0 für Holstein Kiel. Da steigt er am besten hoch und hat Erfolg. Auf der anderen Seite dann mal eine Standardsituation für die Sandhäuser Gäste, weil spielerisch nicht sonderlich viel ging. Das die gewünschte Variante und gar nicht mal ungefährlich. Leard Pakarada, der linke Verteidiger, ist Spezialist für sowas. Weil die Kieler Mauer nicht hochsteigt, wird das durchaus gefährlich. Vom Seitenwechsel nun nochmal die Gastgeber. Serra, Joa, Wulle kann nochmal eingreifen und hält damit zumindest nur die Ein-Tore-Führung für Kiel fest oder den Ein-Tore-Rückstand aus Sicht der Gäste. Das muss sich im zweiten Durchgang definitiv verbessern. Ansonsten hat der SV Sandhausen hier kaum eine Chance, weil Holstein Kiel wirklich eine richtig gute erste Halbzeit abliefern konnte. Doch die Gastgeber spielten erstmal so weiter und drückten auf den nächsten Treffer. Hauke Wahl auf der 6 aufgeboten. Mühling, Hauke Wahl versucht es einfach mal, aber kein Problem hier für Wulle. Wobei der Ball vermutlich auch über den Kasten rübergegangen wäre. Die anschließende Kontersituation. Endlich mal was Spielerisches, aber der Schuss von Scheu ist dann im Endeffekt nicht wirklich schwer zu parieren. Keine Stunde gespielt, nun wieder Holstein Kiel über die rechte Seite. Mit der Flanke wirklich nicht schlecht reingetreten. Nauber ist aber dazwischen und Jae Sung Lee bekommt den Ball nicht mehr herumgerissen. Mit einem variablen Offensivspiel konnten die Kieler Störche hier vollends überzeugen und wieder Jae Sung Lee. Knapp über eine Stunde gespielt. Das 2-0 lag hier jetzt in der Luft und wäre auch absolut verdient gewesen. Wulle, ein vielbeschäftigter Mann an diesem Nachmittag. Viertelstunde vor dem Ende nochmal die Flanke. Pakarada drischt den Ball ans eigene Aluminium und Hauke Wahl kann dann abstauben. Auch mit etwas Glück. Aber in der Wiederholung sehen wir es. Der Ball kullert hinter die Linie. Und somit das 2-0. Hochverdient mittlerweile. Sandhausen kam jetzt in der Schlussphase nochmal. Behrens mit dem Abschluss. Aber Reimann, passt auf. Kann den Ball halten. Und hält damit auch die Null fest. Der SV Sandhausen. Über weite Strecken konnten sie hier nicht wirklich überzeugen und somit geht das 2-0 für Holstein Kiel am Ende des Tages absolut verdient in die Spieltagswertung ein. Der VfL Osnabrück hat als Aufsteiger nur eine Mission und das heißt erstmal in der zweiten Liga etablieren, bestenfalls den Klassenerhalt schon vor dem 34. Spieltag klar machen und nicht über eine Relegation oder Ähnliches. Die Heidenheimer sind aber eben eine abgezockte Zweitligamannschaft und so starteten sie hier auch deutlich besser rein. Die erste Möglichkeit in der Frühphase der Partie, aber nicht wirklich gefährlich. Der VfL Osnabrück versuchte es immer mal wieder spielerisch, Daniel Thun ja dafür bekannt. Aber das war gegen Heidenheim nicht mehr ganz so einfach wie noch in der dritten Liga, wo Osnabrück wirklich alles überragte. Aber Körber hat kein Problem, den Ball hier zu fangen. Die Möglichkeiten aber klar auf Seiten der Elf von Frank Schmidt. Tom Maller bringt den Ball gut zu Schnatterer und der haut direkt drauf.
auch als guter Vorlagengeber bekannt. Hier hat er das Auge fürs kurze Eck, aber trifft dann nur das Außennetz. Nun aber auch der VfL Osnabrück mit Drang nach vorne über Agu, dem rechten Verteidiger, und Kevin Müller das erste Mal dann gefordert an diesem Nachmittag, hat aber kein Problem, den Ball hier festzuhalten. Kevin Wolze mit dem Einwurf und Friesenbichler zu Schmidt. Die beste Möglichkeit. Nochmal kurz vorm Seitenwechsel, da fehlen dann wirklich nur noch einige wenige Zentimeter, beziehungsweise vielleicht ist es ein knapper Meter. Aber der Drang nach vorne war mittlerweile zu spüren und somit ein positives Erlebnis nochmal kurz vorm Seitenwechsel für den VfL Osnabrück. Es geht also auch was nach vorne. Hüsing bleibt hier mit etwas Glück in Ballbesitz. Und somit Heidenheim mit dieser Aktion. Schnatterers Flanke, aber etwas zu weit getreten. Nochmal Biancardi. Konrad kann es nicht richtig klären. Und dann Tomalla am zweiten Pfosten bringt den Ball wieder auf den Kasten. Aber sonderlich brenzlig wurde es in dieser Szene wiederum nicht. Doch die Heidenheimer jetzt wieder richtig stark. Biancardi gut von Tomalla in den Lauf geschickt. Merwili Biancardi. Der Mann vom FC Hansa Rostock sticht zu und bringt die Gäste in Führung. 20 Minuten knapp vor dem Ende. Und jetzt hatte Osnabrück Druck. Man wollte nicht mit einer Niederlage in die Saison hineinstarten. Das ist die Maßgabe. Haider mit der Flanke. Und dann Friesenbichler, aber Müller hält den Ball fest. Und somit gingen wir schon in die Nachspielzeit. Nochmal der VfL Osnabrück versucht es weiterhin spielerisch zu lösen. Marcos Alvarez, Klaas Friesenbichler, Klaas Schmidt, Guga nicht. Und da ist Sebastian Klaas. Und in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch der Ausgleich. Das viel umjubelte 1:1 für den VfL Osnabrück am Ende wie ein gefühlter Sieg. Und Sebastian Klaas macht es. Geht im Endeffekt auch in Ordnung. Osnabrück hat nie aufgesteckt. Für Heidenheim ist das sicherlich enttäuschend. Aber auch sie werden morgen aufwachen und denken, der erste Punkt ist eingesackt. Der Hamburger SV hätte sich diese Ehrenrunde in der zweiten Bundesliga sicherlich gerne erspart. Aber jetzt in der zweiten Saison sollte der Aufstieg auf jeden Fall her. Das ist die Devise. Und der SV Darmstadt, der hier in der letzten Saison 3:2 durch ein Last-Minute-Tor von Melem gewinnen konnte, wollte hier wieder dem HSV auf die Füße treten. Die erste Möglichkeit hatte hier aber der Gastgeber und der spielte wirklich einen guten Stiefel hier erstmal runter. Bakary Yatta mit der Flanke. Das noch nicht ganz gefährlich, aber die Elf von Hecking blieb dran. Adrian Fein. Hand, Hinterseher, kommt erst nicht durch, setzt nach und hämmert das Ding dann vom Innenpfosten in den Kasten hinein. 22. Minute, 1:0 für den HSV, hochverdient zu diesem Zeitpunkt. Und vom SV Darmstadt nach vorne deutlich zu wenig zu sehen. Van Drongelen hält hier den Ball im Spiel. Tim Leibold. Wunderbarer Ball in die Schnittstelle. Duziak mit der Flanke und dann über Umwege der Ball in die Arme von Schuhn um ein Haar hier das zweite Tor. Nach 45 Minuten dann das klar verdiente 1:0 für den HSV. Der SV Darmstadt enttäuschte nach vorne wirklich auf ganzer Linie. 5 Minuten knapp im zweiten Durchgang gespielt. Jetzt mal Jamra mit einem Antritt. Steckt den Ball gut durch zu Naray. Am zweiten Pfosten dann Bakary Yatta. Unglaublich, dass der sitzen muss. Das weiß er wahrscheinlich am allerbesten. Und nun mal die Lilien. Über Dursun und Melem zumindest mal ein Ansatz einer Torchance. Aber lange Zeit sprang nicht viel mehr dabei heraus.
Stattdessen wieder der HSV. Lukas Hinterseher zu Beccariata. Adrian Fein legt den Ball in die Mitte. Erstmal schlecht gespielt, doch Jamra setzt nach. Lukas Hinterseher tritt nochmal drauf. Zieht dann ab aus dem Stand. Doch wird dafür nur mit dem Außennetz belohnt. Der HSV verpasste hier den Sack zuzumachen. Doch von Darmstadt kam zu wenig, sodass kaum mal Gefahr aufkam. Aber diese Schwäche des HSV, den Sack nicht zuzumachen, auch in der letzten Saison des Öfteren präsent gewesen. Duziak nochmal, Naray, Duziak. Naray mit der letzten Möglichkeit und das war's dann. Am Ende reicht dieses knappe 1:0 für den HSV, um erfolgreich in die neue Saison zu starten. Das ist schon mal ein wichtiges Fundament für die Aufgaben, die jetzt folgen werden. Der SSV Jahn Regensburg kommt mit einer breiten Brust hier ins Spiel gegen den VfL Bochum nach dem Erfolg über den ersten FSV Mainz 05 am vergangenen Sonntag. Doch die blauen Bochumer von rechts nach links waren hier deutlich besser drauf in der Anfangsphase und wollten gleich mal guten Druck ausüben, aber Meier im Tor, der Regensburger, erstmal noch auf der Hut. Und dann diese Konteraktion für den SSV. Jan-Marc Schneider legt den Ball in die Mitte, Stolze zu Jan George. Und dann, wie aus dem Nichts in der 17. Minute, die hundertprozentige Möglichkeit. Riemann fährt das linke Bein aus und kann Schlimmeres verhindern. Der anschließende Eckstoß von Geipel. Zurechtgelegt. Bringt den Ball etwas in den Rückraum des 16ers. Da ist dann Jan George nochmal mit der Direktabnahme. Riemann hält. Nun nochmal der VfL Bochum. Blum. Überragend, wie er den Ball da mitnimmt. Und dann das 1:0. Zieht den Ball zurück mit der Sohle am Gegenspieler vorbei. Mit der rechten Schuhsohle eben. Mit links zieht er ab. Das ist richtig stark gemacht. Danny Blum. Direkt mal erfolgreich in seinem ersten Zweitligaspiel für den VfL. Aber es war noch nicht Halbzeit. Geipel nochmal zu Stolze. Die Flanke auf Marc Leis. Und dann der Ausgleich. Die Continental Arena war äußerst entzückt. Riemann noch mit den Fingerspitzen dran, aber das muss von den Verteidigern normalerweise geregelt werden. Ein 1:1 nach 45 Minuten, das auch so in Ordnung ging, machte echt Spaß hier bei regnerischem Wetter in Regensburg. Der VfL Bochum wollte direkt aber die nächste Führung herausspielen und dann wieder Danny Blum. Der ist hier richtig heiß gelaufen. Als Stammspieler den mal eine ganze Saison beim Fußballspielen zuschauen in der zweiten Bundesliga. Der könnte noch richtig erfolgreich und umworben werden. Jetzt nochmal der SSV Jahn Regensburg. Jan-Marc Schneider. 62. Minute. Zieht aufs kurze Eck. Riemann wäre sonst wohl auch da gewesen. Ist sogar noch mit den Fingerspitzen dran. Wehrt zur Ecke ab, auch wenn der sowieso vorbeigegangen wäre. Aber es kam auch nichts dabei rum. Nun der SSV Jahn wieder. Über Stolze. Und dann der Abschluss aus der zweiten Reihe. Aber nicht wirklich gefährlich, weil sich Thomas Eisfeld reinstellt. Und mit dem Hinterkopf das Ganze entschärfen kann. Schlussphase läuft nochmal der VfL Bochum über Thomas Eisfeld, der sich da gut durchsetzen kann. Die Regensburger etwas aufgeschmissen. Pantovic hat dann zu viel Platz. Die Flanke auf Chung Yong Lee. Und das 2:1 in der 87. Minute. Schöne Direktabnahme mit dem linken Spann. Keine Chance für Meier und der Lucky Punch sitzt. Es war ein Spiel auf Messers Schneide und somit ist dieses 2:1 für den VfL Bochum nicht unverdient.
Die Spielvereinigung Greuther Fürth hatte in der letzten Saison eine wirkliche Seuchenrunde gespielt. Das wollte man jetzt hier wirklich besser gestalten. Und gegen den FC Erzgebirge Aue, für den es auch wie immer nur um den Klassenerhalt gehen kann, starteten die Gastgeber stark rein. Stefaniak hat da zu viel Platz auf der rechten Seite und schießt ein. 12. Minute, der perfekte Start in die Saison für die Spielvereinigung. Tom Baumgart noch mit aufgerückt, der fehlt dann auf der linken Außenbahn. Das Risiko einer Fünferkette, die offensiv eben zur Dreierkette umfunktioniert wird. Doch die lila Veilchen ließen sich davon nicht groß aus der Ruhe bringen. Rizzuto mit der Flanke, dann Tom Baumgart. Jetzt in der Offensive mal auf sich aufmerksam gemacht. Doch wird dann noch ausreichend gestört, sodass es nicht wirklich zu einem guten Abschluss kommt. Doch wieder Tom Baumgart bleibt am Ball. Testrot und Fandrich. Da Ferner legt rüber zu Rizzuto. Und der trifft nur das Aluminium. Nach dem Rückstand konnte der FC Erzgebirge hier wirklich durchaus überzeugen. Doch vorm Seitenwechsel nochmal eine Standardsituation. Caligiuri, Julian Green nimmt den Ball erst gut mit. Dann wird der Winkel zu spitz und er verliert etwas die Übersicht, trifft dann nur das Außennetz. Bislang die frühe Führung für Greuther Fürth ausreichend hier, um weiterhin mit diesem Spielstand in die zweite Halbzeit zu gehen. Doch die Gäste hier durchaus gewillt, schnell auszugleichen. Jan Hochscheid zu Clemens Fandrich, der legt nochmal zu Rizzuto. Jan Hochscheid, Sascha Burchardt mit der Parade. Nicht wirklich gefährlich, aber Abschlusssituation immer wieder auch gut fürs eigene Selbstvertrauen. 58. Minute, Eckball von Maximilian Wittek. Bringt da von der linken Seite rein und dann kommt auch Jeckel zum Abschluss. Doch wirklich gefährlich wurde es hierbei nicht. Spielerisch eher auf mäßigem Niveau unterwegs diese Partie, aber Chancen gab es durchaus immer mal wieder. Jetzt Daniel Keita-Ruel bereits im 16er, legt den Ball nochmal raus zu Wittek. Seguin und dann Julian Green gegen Martin Mennel. Verpasste Fürth hier wirklich die Möglichkeiten, um das Spiel schon zu entscheiden. Sowas bestraft sich ja gerne mal, doch die lila Veilchen weiterhin eher in der Defensive aktiv. Green jetzt mit der guten Flanke und das war es jetzt vermutlich. Paul Jeckel in der 77. Minute. Der Sechser nickt das Ding ein und Mennel aus kurzer Distanz ohne Chance zur Reaktion. Nachspielzeit. Noch einmal die Kleeblättler. Daniel Keita-Ruel legt den Ball nochmal zurück. Zu Jeckel, steckt zu Julian Green. Diesmal diese Kombination andersrum. Und in der 4. Minute der Nachspielzeit dann sogar noch das 3:0. Das fällt am Ende vermutlich ein Tor zu hoch aus. Ist unter dem Strich aber dennoch das verdiente Resultat für die Gastgeber. Der FC Erzgebirge Aue hatte zwar Möglichkeiten, verpasste aber diese zu nutzen. Das Duell zweier Aufsteiger am Sonntagnachmittag zwischen dem SVW in Wiesbaden gegen den Karlsruher Sportclub in der Brita Arena, dem heimischen Stadion des SVW in Wiesbaden. Die sind nach der Relegation gegen den FC Ingolstadt verdient auch in der zweiten Liga angelangt. Doch der KSC konnte in der letzten Saison mehr überzeugen, stieg als zweiter Platz direkt auf und sie wollten klar machen, die Gäste, dass sie auch hier das favorisierte Team sind. 8. Minute, Philipp Hofmann mit dem 1:0. Neuzugang von Eintracht Braunschweig setzt mit seinem starken linken Fuß den Ball ins linke Eck und bleibt erfolgreich. Standardsituation, gefährlich für das Gehäuse von Watkowiak, der diesen Kopfball aber ohne große Probleme entschärfen kann. Nun die Gastgeber mit einem offensiven Zeichen, Rosbach erstmal dazwischen. Der SVW in Wiesbaden nimmt diesen Einwurf gerne an. Ajani zu Mvroza, Kuhn, Mvroza nochmal in die Mitte und Gül dann mal mit dem Abschluss. Opoff kann sich aber auszeichnen und hält diesen Ball
der gar nicht so unplatziert war, sogar fest. Doch der KSC grundsätzlich die bessere Mannschaft, die Mannen von Alois Schwarz spielten hier einen richtig guten Stiefel. Hofmann legt raus, Fröde, Hofmann, super gespielt. 35. Minute, Doppelpack von Philipp Hofmann. Bringt den Ball aufs kurze Eck, Watkowiak. Kommt nicht mehr ran. Nach 45 Minuten dann das 0:2. Die Wiesbadener Fans waren nicht gerade amused darüber, aber sie hatten ja noch 45 Minuten Zeit, das Ganze zu korrigieren. Doch erstmal weiterhin die Gäste besser drauf. Tiede zieht da zu leicht vorbei und dann Mockenhaupt, der erstmal aufpassen muss. Szene bleibt aber scharf. Nochmal Tiede mit der Flanke und da dann Gordon mit dem Kopfball. Watkowiak passt aber auf. Das hätte schon die Entscheidung sein können. Nun die Wiesbadener wieder nach vorne. Mit Marvin Ajani, der sich damit Glück gegen Rosbach durchsetzen kann. Ball auf der rechten Außenbahn. Kuhn mit der Flanke und Daniel Kiofi Schere in der 62. Minute mit dem Anschlusstreffer. Läuft da durch, lauert drauf und ist dann völlig freistehend. Obhoff ohne Chance. Der KSC wollte schnell die 2-Tore-Führung wieder herausspielen. Fröde mit der Flanke, Lorenz mit dem Kopfball. Ein gern gewähltes Mittel an diesem Nachmittag. Der Flankenball von der Außenseite. Und so auch wieder hier in dieser Kontersituation. Schere bringt den rein. Schäffler und 2:2. Eine Viertelstunde vor dem Ende kommt Wien Wiesbaden zurück nach einer 2:0-Führung des KSC. Und sie wollten mehr. Sie haben Blut geleckt. Schlussminute. Nochmal Wien Wiesbaden. Ajani mit der Flanke. Kommt nicht durch. Gül. Mvroza legt nochmal raus. Kühn. Ajani. Schäffler. Mvroza. Und Opov mit der Parade hält zumindest das 2:2 für den KSC fest. Verhindert das Allerschlimmste. Wiesbaden ist zu spät aufgewacht, ansonsten wäre hier auch der Dreier durchaus drin gewesen. Alles in allem aber eine richtig unterhaltsame Partie zweier Aufsteiger, die mit diesem 2:2 vermutlich leben können und vor allem auch Werbung für sich gemacht haben. Zum Abschluss des ersten Spieltages empfing der Deutsche Sportclub Arminia Bielefeld den FC St. Pauli hier auf der Bielefelder Alm. Die in weiß gekleideten Gäste hier erstmal mit einem Befreiungsschlag. Doch Bielefeld war spielerisch überlegen in der Anfangsphase. Jabo zu Klos. Und da muss sich dann Robin Himmelmann direkt mal auszeichnen. Richtig gute Chance. Klos macht den normalerweise immer rein. Viertelstunde gespielt. Wieder der DSC. Schütz mit der Flanke. Kann nicht richtig geklärt werden. Und Edmundson haut drauf, wieder Himmelmann, der hier aufpassen muss. Von den Gästen deutlich zu wenig zu sehen. Aber Yuslu Hukay setzt auf Ballgewinn und schnelle Umschaltsituation. Park zu Buchtmann, Christopher Buchtmann. Die erste Chance für den Gast führt zum ersten Tor, 22. Minute, 1:0 für den FC St. Pauli. Viel bitterer hätte es für Arminia Bielefeld kaum laufen können. Doch es änderte nichts am Spielverlauf, weiterhin die Gastgeber hier spielerisch klar überlegen. Seufert mit der Flanke und da ist Andreas Vogelsammer. Super Kopfball, 33. Minute, der hochverdiente Ausgleich. Da sieht Jan-Philipp Kaller im Kopfballduell auch alles andere als gut aus, aber Vogelsammer ist auch unglaublich schwer mit seiner Physis zu verteidigen. Nun vom Seitenwechsel nochmal die Gäste. Miyaichi legt zu Park und Ortega Moreno muss alles raushauen. Super Chance nochmal zur Führung, die aber nach 45 Minuten wirklich mehr als schmeichelhaft gewesen wäre. Ein 1:1 nach 45 Minuten, dann dementsprechend
was für Bielefeld vielleicht sogar noch etwas zu wenig war. Aber sie hatten ja noch Zeit. Nun aber die Elf von Jos Luke halt zumindest etwas besser drauf. Kam aus der Pause mit Mut nach vorne. Knoll, Diamantakos steckt zu Marvin Knoll, der aber nicht eiskalt bleibt, sondern nur den Außenpfosten trifft. Ortega Moreno. Ja, hat Glück, dass der nicht reinging. War eine ganz knappe Situation. Über eine Stunde schon gespielt. Bielefeld zog sich etwas zurück, kam dann jetzt aber wieder über diese Standardsituation. Lukoki zu Klos, der den Ball nochmal rausholt, am Ball bleibt und Himmelmann mit einer super Reaktion im kurzen Eck. 65. Minute. Bielefeld keimte jetzt nochmal richtig auf, so kurz vor dem Ende. 10 Minuten noch zu spielen, es wurde offener. Buchtmann zu Knoll. Diamantakos trifft den Ball aber suboptimal. Und somit keine Gefahr für das Bielefelder Gehäuse in dieser Situation. Und in der Nachspielzeit kam nochmal der Gastgeber. Sollte der Lucky Punch gelingen. Seufert, Schütz und Klos im Zusammenspiel. Edmundson, 91. Minute. Himmelmann muss sich nochmal strecken und hält dann dieses 1:1 fest. Für Bielefeld wäre vermutlich noch etwas mehr drin gewesen. Die St. Paulianer können damit sicherlich sehr gut leben, mit diesem Resultat. Doch auch die Bielefelder Fans waren zufrieden. Und somit trennen sie sich zum Auftakt des ersten Spieltags und zum Ende mit 1:1 gegen St. Pauli. Jo, dann schauen wir nochmal auf die Ergebnisse der Prognose. Stuttgart verliert 0:1 gegen Hannover 96, Dynamo Dresden gegen Nürnberg 0:0, Holstein Kiel gewinnt 2:0 gegen den SV Sandhausen, der VfL Osnabrück trennt sich 1:1 vom 1. FC Heidenheim, der HSV gewinnt 1:0 gegen Darmstadt 98, Regensburg unterliegt Bochum 1:2, Greuther Fürth siegt 3:0 gegen den FC Erzgebirge Aue, Wien Wiesbaden gegen Karlsruher SC 2:2 und zum Abschluss eben gesehen Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli ebenfalls unentschieden. 1:1. Dann werfen wir noch einen kurzen, eher unbedeutenden Blick auf die Tabelle. Greuther Fürth auf Platz 1, Holstein Kiel auf Platz 2, Bochum 3., Hannover 4., HSV 5., der KSC auf Platz 6, auf Platz 7, Wien Wiesbaden, Heidenheim 8., St. Pauli 9., 10. der VfL Osnabrück, Arminia Bielefeld Platz 11, Dynamo Dresden auf Platz 12, der 1. FC Nürnberg auf Platz 13, trotz eines 0:0, der SSV Jahn Regensburg 14., dahinter VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang, der SV Darmstadt auf Platz 17, der SV Sandhausen und auf Platz 18 der FC Erzgebirge Aue. Das war's mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten tippt fleißig mit in den Kommentaren. Das war's für diese Episode. Stimmt in den Kommentaren ab, welche Spiele am nächsten Spieltag prognostiziert werden sollen, beziehungsweise ausführlich prognostiziert werden sollen. Das war's. Bis zum nächsten Mal und tschüss.